Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Ja, wir sind dabei, Miranda zu helfen und ihrer kleinen Schwester. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Timen Sie Ihre Schüsse. Wir hacken hier erstmal ganz gemütlich. Ja. So, wo ist jetzt da das nächste Teil? Hier sie ist nicht das. Müsste es sein. So. Und das schaut gut aus. Das hat jetzt eine Weile gedauert, bis da alle Teile kamen. Oder ich habe es ein paar Mal übersehen. Da drüben! Keine Luftlöcher schießen, das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Vorsicht, das ist nicht meine Drohne! Barrieren fallen aus! So, wieder einer weniger. Immer schön schauen, ob wir irgendwas finden, was vielleicht hilfreich sein kann, wie hier zum Beispiel das Medizinschwert. Das nehme ich mit. So, Maschinenpistolenschaden. Das ist sehr gut. Das freut mich, dass ich jetzt hier. Nein, das lässt du. Wir kriegen Ärger. Haben alle unten bei Verbündeten getroffen. Kampfdrohne bereit. Wir kriegen verschiedene Mächte bei drauf. Haltet sie einfach auf, verdammt. Der war voll. Aua. Brauche Deckung. Ja. Gute Nacht. Euch werde ich. Wir gehören alle dir, Technik. Mal hinten aus der Deckung raus. Hab ich dich. Ja. Eclipse, das könnte sich noch als nützlich erweisen. Okay.
auch nochmal Munition rum und da können wir nochmal Kamera lenken. So, wer sucht, der findet. Man muss noch geduldig werden. Da drüben. Und da drüben. Na gut, waren ein paar Credits, ist aber auch nicht zu verkehrt. Sollte man nicht beachten, können wir das schon mal voll tanken. Ja? Aua! Ich lasse nicht zu, dass sie Orianna kriegt. Brauche Deckung. Schild im Eimer. Wir brauchen einen Sanitäter. Die Drohne neben Sie, Shepard. Tja, ist Ruhe drin hier. Da drüben geht's nicht rüber. Wir können durch das Frachtband. Ja, dann möchte ich aber trotzdem erst hier hinten gucken. Nicht, dass da in irgendeiner Ecke noch irgendwas liegt. Immer wichtig. 500 ist jetzt gar nicht so wenig. So. Gute Arbeit. Und hier läuft ein Pack rum. So, Heck starten. Ach ja. Immer diese Vergleiche. Das kommt einfach nicht. Da ist eins. Und das nächste. Ja, ja. So. Und dann bewegt er sich aber ordentlich. Ja, zum Glück. Das wäre nämlich echt ätzend gewesen. So, da waren wir schon drin, genau, da haben wir ihn verpackt.
versucht, sie durch Abschalten der Aufzüge aufzuhalten. Ich mache das rückgängig. Hey, das ist nicht so unten. Ganz so geheuer ist er mir nicht vorgekommen. Dafür war die Verbindung zu Eclipse schon mal zu eindeutig. Vielleicht weiß der Captain, dass wir zuhören und gibt bewusst die Falschinformation weiter, dass Niket die Seiten gewechselt hat. Miranda, wach auf. Oder es bedeutet was anderes. Niket würde sowas nie tun. Naja? Verdammt, warum ist das Ding nicht schneller? Warum sind Sie so sicher, dass Niket sich nicht gegen Sie wenden würde? Das hätte er tun können, als ich abgehauen bin. Ich bin sicher, mein Vater hat versucht, ihn zu kaufen. Wenn er es damals nicht getan hat, wieso sollte er es dann jetzt tun? Wusste Niket, dass Sie Oriana ihrem Vater weggenommen haben? Nein, das hat er erst kürzlich erfahren. Es war zu persönlich, um irgendjemand sonst mit reinzuziehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber vielleicht... Nein. Er würde meine Gründe verstehen. Er weiß, was ich durchgemacht habe. Sorry, dass ich es sagen muss, aber er hat dich verraten. Der Funkspruch war ziemlich eindeutig. Er würde mich nicht verraten. Er hat es getan. Wir sind gleich beim Transportshuttle und dann wird sich alles aufklären. Ja. Hören Sie, ich bin dazu berechtigt, Ihren Flug umzubuchen. Tut mir leid, Sir. Wir haben derzeit eine Sicherheitsblockade. Bis die Lage im Frachtterminal nicht geklärt ist, kann kein Passagier umgebucht werden. Dafür ist meine Zeit zu wertvoll, Niket. Ich werde bezahlt, wenn ich das Mädchen dorthin bringe. Wie, ist egal. Nein, mir wurde gesagt, ich könnte das auf meine Art erledigen. Wir wollen die Familie nicht schlimmer traumatisieren, als wir... Miri! Das dürfte lustig werden. Genau, du gehst dann mal. Lass die doch! Niket, du hast mich verraten. Das war unnötig. Wie wollen Sie das lösen, Miranda? Warum, Niket? Du warst mein Freund. Du hast mir geholfen, von meinem Vater wegzukommen. Ja, weil du weg wolltest. Das war deine Entscheidung. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du ein Baby stiehlst... Ich habe sie nicht gestohlen, ich habe sie gerettet. Vor einem Leben in Wohlstand und Glück? Du hast sie nicht gerettet. Du wolltest dich nur an deinem Vater rächen. Wie hat Mirandas Vater sie umgedreht? Sie haben mir gesagt, du hättest damals deine kleine Schwester entführt. Und dass ich sie jetzt ohne Auseinandersetzung zurückbringen könnte, ohne Trauma für die Familie. Ich habe ihnen gesagt, dass du sowas niemals tun würdest, dass sie sich zum Teufel scheren sollen. Und dann hast du mir irgendwann erzählt, was du getan hast. Noch in derselben Nacht habe ich sie angerufen. Warum hast du nicht mich angerufen, Niket? Wir haben viel zusammen durchgemacht. Du hättest es mich wenigstens erklären lassen können. Ich hatte es verdient zu erfahren, dass du deine Schwester gestohlen hast, Miri. Ich hatte es verdient zu erfahren, dass du bei Cerberus bist. Aber tatsächlich erzählt hat es mir dein Vater. Wie viel hat Ihnen Mirandas Vater bezahlt? Jede Menge. Verdammt, Niket! Du warst der Einzige aus meinem früheren Leben, dem ich vertraut habe. Ja, er war offensichtlich nicht genug, um ihm alles zu erzählen. Deshalb hat er mich gekauft. Und du hast dein Geld einfach genommen. Spiel jetzt nicht die Heilige, Miri. Du hast dein Geld jahrelang genommen.
Ich wusste, dass Eclipse kein Problem damit hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Aber Kindesentführung? Ich stehle sie nicht. Ich rette sie. Komm, Sinicat, erledigen wir die Schlampe und dann nichts wie weg hier. Geben Sie Ihr Bestes. Ich habe nur darauf gewartet, bis Sie fertig angezogen sind. Oder lässt Cerberus Sie wirklich in diesen Klamotten rumhuren? Ob Sie sich nun mit Miranda einig sind oder nicht, Oriana hat die ganzen Jahre bei dieser Familie verbracht. Ihr Vater kann ihr immer noch ein besseres Leben ermöglichen. Du weißt gar nicht, was mein Vater mit dir vorhat. Ich weiß nur, dass ich arm war, Mary. Und es hat mir nicht besonders gefallen. Er will ein Mädchen der einzigen Familie wegnehmen, die sie je gekannt hat. Sagt dir das nicht was darüber, wer er wirklich ist? Ja, dann... Ihr steckt die Waffen weg und geht einfach und alles wird gut. Wenn sie für Mirandas Vater arbeiten, bedeutet das, dass er über Oriana Bescheid weiß. Wir brauchen eine andere Lösung. Mirandas Vater hat keine Informationen über Oriana. Ich wusste, dass du Spionageprogramme im Netz deines Vaters hast, Mary. Deshalb habe ich's geheim gehalten. Ich bin der Einzige, der davon weiß. Das bedeutet, dass du das einzige lose Ende bist. Ich wollte nicht, dass es so endet, Niket. Miranda, warten Sie. Das wollen Sie doch nicht wirklich tun. Es muss hier zu Ende sein, Shepard. Ja, Mein aber Vater nicht so. Vater wird weiterhin versuchen, Oriana zu finden. Vielleicht kann Niket helfen und mit ihrem Vater reden. Er könnte sagen, dass Sie zuerst hier waren. Ich sage ihm, dass du sie versteckt hast und dass ich nicht weiß, wo sie ist. Ich will dich nie mehr wiedersehen, Nick. Erledigt. Wenn Sie nichts dagegen haben, muss ich jetzt eine Lieferung zustellen. Dafür stirbst du, du Miststück! Feinde gesichtet! Unterstützung bei der Zielsuche! Hab sie nicht mehr auf dem Schirm! Alles blöd. In Deckung! Jetzt in der Nähe des Shuttles könnten noch erledigt. Mehr Eclipse-Söldner sein. Ich will sicher gehen, dass Oriana und ihre Familie sicher an Bord gelangen. Ja. Dieses Menü enthält ein Bild mit einer Asari mit einem männlichen Menschen. Es sieht nicht teuer aus, ist aber bestimmt von sentimentalem Wert. Gut, dann nehmen wir es mit. Ich kann nicht glauben, dass Niket mich verkauft hat. Ich habe es nicht mal kommen sehen. Naja. Leben und Lernen wäre eigentlich angepasst. Trotz ihrer ganzen Upgrades sind sie ein Mensch. Genau wie der Rest von uns. Aber ich habe zugelassen, dass es persönlich wird. Und deshalb versagt. Warum haben sie verhindert, dass ich ihn töte? Ich hätte es gekonnt. Aber zuzusehen, wie ihn dieses Asari-Miststück niederschießt. Sie hatten noch etwas für ihn übrig, selbst nachdem er sie betrogen hatte. Sie haben recht. Und mein Vater wusste das. Er hat es gegen mich verwendet. Es war schon immer so. Mein Vater hat mir alles gegeben, was ich je wollte. Aber es gab immer einen Haken, der seinem langfristigen Plan in die Hände spielte. Ich habe bei meiner Flucht alles weggeworfen, was er mir je gegeben hatte. Außer Niket. Eine Schwäche meinerseits.
Ach, das ist doch keine... Das ist doch keine Schwäche. Sie können nicht aus Sicherheitsgründen alles wegwerfen, woran Ihnen etwas liegt. Schon okay, Shepard. Mein Vater hat mir wehgetan, aber er hat mich nicht gebrochen. Was er auch versucht hat, um mich genauso zu machen, wie er es wollte. Ich bin doch ich selbst geblieben. Gibt es noch andere alte Freunde, die Ihr Vater gegen Sie verwenden könnte? Nein. Mit allen anderen habe ich den Kontakt abgebrochen. Jeder, dem ich jetzt nahestehe, arbeitet für Cerberus. Oder für Sie. Mein Vater ist mächtig. Ich finde es gut, dass du unterscheidest zwischen Cerberus und mir. Sie haben noch Orianna. Die hat mir nicht mein Vater gegeben. Ich habe sie gerettet. Aber, ja, Sie haben recht. Ich habe noch etwas. Danke. Kein Zeichen von Eclipse. Anscheinend alles in Ordnung. Da ist sie. In Sicherheit. Mit ihrer Familie. Kommen Sie, wir sollten gehen. Sie kriegt's doch sowieso raus. Komm, geh hin und red mit mir. Wollen Sie nicht mal Hallo sagen? Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was das Richtige für sie ist. Je weniger sie über mich weiß, desto besser. Sie hat eine Familie. Ein Leben. Ich würde das nur unnötig verkomplizieren. Du solltest trotzdem mit ihr reden. Sie muss ja keine Einzelheiten erfahren, aber wäre es wirklich so schrecklich, wenn sie wüsste, dass sie eine Schwester hat, die sie liebt? Nein, wohl nicht. Na also, komm, geh hin. Gehen Sie. Wir warten hier. Das lief doch ganz ordentlich. So. Mirandas Schwester und Familie wurden erfolgreich nach genauer Ort unterdrückt, verbracht. Neue Arbeitsstelle der Mutter sichert sorgenfreien Lebensstandard. Werde Orianna nur aus Sicherheitsgründen weiterhin beobachten. Miranda Lawson ist für Cerberus zu wichtig und Orianas Wohlbefinden ist der einfachste Weg zur Sicherung ihrer Loyalität. Miranda ist Cerberus gegenüber weiterhin loyal und vertraut Jason Shepard. Die Loyalität gegenüber Cerberus nervt. Und viel Zeugs haben wir geholt. Unter anderem eben auch ein Schadensupgrade für unsere Maschinenpistole. Ratatazong. Da werde ich doch gleich mal gehen und das Ding probieren zu erforschen. Verschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Die beiden wichtigsten Biotikerinnen auf dem Schiff. Wenn Sie mich anpassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe! Es reicht! Schluss jetzt, alle beide! Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren! Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben! Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Unsere Mission ist zu wichtig, um Sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will Sie einfach nur tot sehen. Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Nochmal danke, Shepard.
Dafür, dass sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Oriana ohne ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Vermutlich nicht. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Sind Sie zufrieden mit der Umsiedlung Ihrer Schwester? Sie hat jetzt, was ich immer für sie wollte. Ein normales Leben und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu finden. Und sie weiß, dass sie eine ältere Schwester hat. Eine Freundin. Werden Sie wieder mit ihr sprechen? Ich weiß es wirklich nicht. Zum ersten Mal plane ich nicht so weit in die Zukunft. Ich werde nach unserer Mission darüber nachdenken. Ich muss mich konzentrieren und sie braucht Zeit, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Sie haben mir nie gesagt, worüber Sie gesprochen haben. Ich habe mich vorgestellt. Ihre Familie war schockiert. Sie ist natürlich schnell damit fertig geworden. Sie ist so klug wie ich. Sie spielt Geige. Liebt das Adagio von Nielsens Fünfter, genau wie ich. Sie möchte in der Kolonieentwicklung arbeiten. Hat auch einen Witz darüber erzählt. Sie ist wirklich lustig. Das haben wir nicht gemeinsam. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Richtig. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Nicht so persönlich werden hier. Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wie riesige Käfer. Wer weiß, was die Reaper mit ihnen gemacht haben. Unheimlich. Ein bisschen gruselig ist das schon. So, okay. Dann schauen wir doch mal. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich hab's erwartet. So, ungelesene Nachrichten. Vielen Dank für die Hilfe. Lisbeth Bainham. Hey, Shepard. Ich habe gehört, was Sie auf Ilium getan haben. Und möchte mich dafür bedanken, dass Sie Zeus Hope schon wieder geholfen haben. Wir haben überlebt. Wenn auch knapp. Die meisten von Exogeny sind weg. Aber ich bin als Gesandte geblieben, um dafür zu sorgen, dass von den Turianern nichts zurückgelassen wird. Wir können dieses Problem nicht nochmal brauchen. Außerdem tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auf sie geschossen habe. Lisbeth Bainham, das ist die Tochter der Wissenschaftlerin, die wir drüben im Exogeny-Gebäude auf Pharos getroffen haben. So, das habe ich zwar bestimmt schon gesagt, aber ich wollte es noch einmal wiederholen. Viel Glück und nochmals danke. Dank Ihnen lebt Zeus Hope weiter. Wieder. Beste Grüße, Lisbeth Bainham. Das finde ich schön, was von der guten Lisbeth zu hören. So. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wie geht's denn der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Tali scheint nach dem Erhalt einer Nachricht ganz aufgelöst zu sein. Vielleicht sollten Sie auf dem Maschinendeck mal nach ihr sehen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Okay. Tali hat ein Problem. Wenn Tali ein Problem hat, dann werden wir sofort umgehend mit ihr reden. Kenneth, wie haben sich die neuen Schilder auf das Gleichgewicht... Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard.
Sind die bescheuert? Wer sie kennt, weiß genau, dass sie niemals ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Was genau ist denn die Anklage? Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit ihm. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Finde ich gut, dass du bei dem Gedanken für Cerberus zu arbeiten so sauer bist. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen. Und die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Sie haben also keine Ahnung, was man ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Naja, ich stehe dir auf jeden Fall bei. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. So viel Zeit muss sein. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Naja, so ein bisschen werden Sie sich wohl noch gedulden müssen. Weil ich habe hier noch einiges auf Ilios zu tun. So. Das heißt, wir werden jetzt wieder landen. Ach, oh, Gottes Willen. So. Ab in die Umlaufbahn, runter auf den Planeten. Na komm, wie lange kann so ein Ladebildschirm schon dauern? So, von dir haben wir auf jeden Fall jetzt die Kraft freigeschaltet. Und Outfit ganz in schwarz oder schwarz-weiß. Ich finde das ganz schwarz eigentlich schön. Okay, dann... Ich glaube, ich möchte... Eigentlich, wenn ich zu Liara gehe, müsste ich eigentlich Keras und Tali mitnehmen. Ups, nee, nicht Outfit wechseln, sondern hinzufügen. Ich nehme aber JJ mit, also Jacob und Jack. So. Ha, 4 ist gut.
Besser als Werfen verschleudern einzelne Ziele mit gewaltigem Trallerblopp. Besserte Überlastung erhöht den Schaden von Überlastung beträchtlich bzw. Bereichsüberlastung in Explosionsradius. Optimierter Kryostrahl, die Streuung dieser Kryowaffe. Ausgelegt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, mehrere Ziele einzufrieren. Verbesserter Kryostrahl, die Stärke des Strahls, die Dauer des Froststatus übertreffen fast jede andere Waffe. Wache reduziert die Aufladezeit aller Kräfte weiter und erhöht Vorbild-Natronik-Punkte. Reduziert die Aufladezeit aller Kräfte und erhöht den Schaden ihrer Kräfte. Genau, Wache. Ich nehme hier tatsächlich Wache, um die Vorbild-Abtrünnigen-Funktion weiter zu erhöhen. Das ist mir doch sehr wichtig. Volle Kraft voraus. So, das heißt, worum wir uns jetzt hier beim nächsten Mal im Detail kümmern, das erfahren wir dann beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.